Was machst denn du hier? Dann fahr du nach München. Jasmin bleibt jetzt erstmal bei mir. Ja, meinst du, ich war jetzt ohne sie oder was? Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Sitzt du einfach zwischen allen Stühlen, ne? Sie hat Angst, einem der beiden Elternteile weh zu tun. Und egal, wie sie sich entscheidet, einen verletzt sie. Ich muss morgen die Arbeitsstelle antreten. Sonst ist meine Arbeitsstelle weg. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Anwalt Ingo Lenzen wird dringend von Mandantin Marie Herbold gebraucht, die er 4 Jahre zuvor bei ihrer Scheidung vertreten hat. Hallo, Frau Herbold. Ja. Oh, hallo, Herr Lenzen. Vielen Dank, dass Sie so lange Zeit hatten. Hallo. Freue mich. Wir kennen uns. Ja, ich freue mich auch. Sie kennen hallo. Ihn ja noch, ja? Vielen Dank, dass Sie so schnell Zeit hatten. Klar. Wir wollten jetzt gerade los umziehen, ja, nach München. Unser neues Leben beginnen und losfahren. Und er verwehrt uns die Fahrt. Er hat uns den Schlüssel abgezogen. Ja, ihr könnt doch nicht einfach machen, was ihr möchtet. Also ihr könnt nach München fahren, aber nicht mit meiner Tochter. So ist der Stand der Dinge. Es war alles abgesprochen. Ja, ja, das klären wir. Kommen Sie mit. Erzählen Sie das mal in Ruhe. Ja. So. Also ich fange von vorne an. Wir haben das Auto gepackt, wollten gerade losfahren. Schatz, haben wir jetzt auch wirklich alles eingepackt? Auf nach München. Ganz sicher, ja? Hallo. Hey, Leon. Ja? Was machst denn du hier? Leon behauptete, dass ich eine E-Mail ihm geschrieben hätte. Ich lese einfach mal vor. Hallo, Leon. Ich wollte Bescheid sagen. Kommando zurück beim Umzug. Ich weiß, du freust dich sicher, dass Jasmin in Berlin bleibt. Hey, das ist deine E-Mail. Seit wann kommunizieren wir per E-Mail? So, und ganz kurz mit dem Hey, wir haben uns mal. Hey, Leon, was soll denn das? Leon ist ins Auto gesprungen und hat den Schlüssel abgezogen. Alles war besprochen mit Leon. Er war einverstanden. Unsere Tochter freut sich total auf München. Sie kann dort in eine Sportschule gehen. Er hat ein Jobangebot bekommen. Deswegen kamen wir überhaupt auf die Idee. Diese Mail, da behauptet er jetzt, sie hat eine Mail geschrieben, in der sie erklärt haben, sie... Ja, von meinem Arbeitsaccount. Ja, und das stimmt nicht. Oder? Nein. Lassen Sie mich mal kurz mit Ihrem Ex-Mann reden. Ja. Oh, Scheiße. Herbold, was machen Sie denn da? Was ist denn das für eine Nummer mit der Vereinbarung da per Mail? Grundlegend Vereinbarung, es gibt keine Vereinbarung. Ich habe eine E-Mail erhalten von meiner Ex-Frau. Darf ich die mal haben? Nö. Wie nö? Schicker Anzug, Rechtsanwalt. Diese Anwaltstricks. Ich kenne meine Rechtslage. Ich will da gar nicht tricksen. Ich möchte nur ganz gerne die Informationen haben, die Sie auch haben. Was spricht denn da dagegen? Sie berufen sich da darauf. Schicken Sie mir noch die E-Mail. An der Stelle kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Für mich ist entscheidend, die Situation muss hier vernünftig gelöst werden. Gerade für meine Tochter. Schauen Sie mal, das, was Sie gemacht haben, hier einfach den Wagen anhalten, den Schlüssel abziehen und damit verhindern, dass die wegfahren. Ja, das ist, dazu sagen Sie. Das ist Nötigung. Die können die nicht einfach abhauen. Ich kenne meine Tochter. Mein Feingefühl sagt mir, die möchte nicht umziehen. Sie hat hier ihr Umfeld, ihre Freunde. Ihre Frau sagt genau das Gegenteil. Sind Sie damit einverstanden, wenn ich selber mit Ihrer Tochter rede? Können Sie gerne tun. Ja, sprechen Sie mit ihr. Ingo Lenzen kennt Jasmin Herbold seit dem Sorgerechtsstreit ihrer Eltern vor 4 Jahren. Jetzt will der Anwalt herausfinden, wie die 15-Jährige dazu steht, mit ihrer Mutter und deren Verlobten ins 600 Kilometer entfernte München zu ziehen. Ha? Hallo. Ganz schöner Trubel, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, was es jetzt hier alles soll. Erst kommt mein Papa an und rastet aus. Ich will doch gar nicht, dass sie sich immer streiten. Glaube ich. Das ist einfach so ein Konflikt und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Sitzt du einfach zwischen allen Stühlen, ne? Ja. Aber du darfst mittlerweile mitbestimmen, ne? Also man hört dich an, wenn gefragt wird, wo du hin willst. Ja, aber wie soll ich das denn entscheiden? Ich weiß. Ich will doch auch nur, dass die beide irgendwie glücklich sind. Und meine Mutter ist ja auch total glücklich momentan. Aber wenn ich nach München gehe, dann werde ich ja auch Papa total vermissen. Egal, was ich tue, ich werde einem von den beiden das Herz brechen. Mhm. Aber das Beste wäre, wenn die beiden sich einigen würden, ne? Ja. Was mit der Schule? Würdest du gerne hin? Die Schule ist richtig toll. Es ist halt so eine richtig nice Sportschule. Und da werden nur richtig wenige angenommen und so. Und oh, Schatz. Oh, mein Papa. Hey, Schatz. Komm. Du bleibst jetzt erstmal bei Papa. Komm. Du kannst nach München fahren. Jasmin hey. Bleibt bei mir.
Oh Gott, Mann. Sag mal, das Jasmin bleibt jetzt bei mir. Das muss wirklich nicht sein von dem Kind auch, ne? Das oder? Ich auch. Muss es sein? Komm, wir gehen. Ey, Schatz, wir kriegen das alles hin, okay? Fahr du nach München, okay. Jasmin bleibt jetzt erstmal bei mir. Na, meinst du, ich fahr jetzt ohne sie oder was? Ich kann nicht ich. Ohne sie gehen. Aber ich muss nach München. Morgen muss ich den Job anfangen. Sie ist in guten Händen. Oh Mann. Schatz, was machen wir denn jetzt? Ich muss hier bleiben. Wir fahren erstmal, ne? Ihr wollt mich allein losfahren lassen? Es geht nicht. Schatz. Ich werde euch vermissen. Ich fahre sie irgendwo hin. Ja. Machen Sie das? Ja, das wäre toll. Ich muss noch ein paar Sachen. Machen Sie das. Zum Auto holen. Ja. Und so viel regeln. Ach, Mann. Während sich Marie Herbold verabschiedet, lässt Ingo Lenzen Sarah Grüner nachforschen, warum Leon Herbold plötzlich den Umzug seiner Ex-Frau verhindern will, obwohl er bisher einverstanden war. Zudem muss geklärt werden, ob Jasmin zunächst weiter ihre Berliner Schule besuchen darf und wo ihre Mutter spontan unterkommen kann. Oh, vielen Dank. Oh, das ist klasse. Ja, ich komme dann nachher. Dann erkläre ich dir alles in Ruhe. Okay. Tschüss. Oh. Herr Lenzen, ich weiß nicht, ob es gehen würde, nach der Akteneinsicht zu meinem früheren Chef zu fahren. Der gibt mir erstmal eine Unterkunft. Ja klar, ja. Natürlich machen wir das. Okay. Ist das wirklich so, dass aufgrund einer E-Mail sich die Einstellung Ihres Ex bezüglich des Umzugs komplett gedreht hat? Ja, ich verstehe das alles nicht. Natürlich haben wir nie eine schriftliche Vereinbarung gehabt. Aber auch nur, weil wir immer alles abgesprochen haben und... Sarah. Hi. Ach, hallo. Ich habe bei den beiden Schulen von Jasmin angerufen. Das ist jetzt alles geklärt. Also der Schulplatz in München, der bleibt jetzt für einen Monat erstmal noch reserviert. Ja, und in ihre alte Klasse kann sie morgen schon wieder gehen. Oh. Ja, das ist doch wunderbar. Super. Ja. Super Nachricht. Aber jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Herrn Herbold. Und zwar, ich habe rausgekriegt, dass der sich arbeitslos gemeldet hat. Also er wurde wohl von seinem Arbeitgeber entlassen, weil der Betrieb Insolvenz angemeldet hat. Und bitte? Was? Das kann es doch sein, oder? Sagen Sie, Sie haben doch mit ihm eine 50-50%-Regelung. Genau, ja. Und Sie haben auch mit ihm vereinbart, dass er Naturalunterhalt leistet. Das heißt, er zahlt nicht Geld als Unterhaltszahler. Ja. Aber durch den Umzug könnte es natürlich sein, dass er Angst hat, dass er da finanziell wirklich in eine Bredouille kommt. Ja, weil er jetzt auf einmal in Cash zahlen muss. Okay, bleib du mal an ihm dran. Ich versuche mal mit ihm ein ganz, ganz offenes Gespräch zu führen, indem ich ihn genau mit diesem Verdacht konfrontiere. Ich melde mich dann einfach wieder. Danke, bis später. Ciao. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wieso verschweigt er mir so was Wichtiges? Tja. Das gibt's ja nicht. Entschuldigung. Gehen Sie nur. Ja. Hallo? Ah, hallo. Was? Ich habe Ihnen doch meine Situation erklärt. Oh, bitte tun Sie mir das nicht an. Marie Herbolds neuer Chef in München kündigt an, jemand anderen einzustellen, wenn die Verkäuferin ihren Job nicht sofort antritt. Ingo Lenzen bittet den neuen Arbeitgeber um Nachsicht und will am nächsten Tag herausfinden, wer vom aktuellen Firmenaccount der Mandantin die fatale Mail an deren Ex geschickt hat. Hallo, Frau Herbold. Hallo, Herr Lenzen. Hallo. Hallo. Haben Sie schon mit Ihrem Chef sprechen können? Ja, habe ich. Wir dürfen in den Firmenaccount. Super. Hoffentlich kommt dabei alles zum... Ja, das will ich auch hoffen. Also helfen wird uns das auf jeden Fall. Oder ist er ja? Hallo, guten Tag. Ah ja, das ist mein Chef. Genau. Der Robert. Robert Maas. Hallo, Ingo Lenzen. Freut mich sehr. Hallo, das ist Frau Grüner. Hallo. Also herzlichen Dank, dass wir in den Firmenaccount hinein dürfen. Ne? Maria hat mir alles erzählt. Also, na, selbstverständlich helfe ich da. Das ist ganz super. Ja. Prima. Hier habe ich den Laptop für dich. Aha. Schön. Super, danke schön. Oh, ja. Also ich habe auch tatsächlich zwei Neuigkeiten. Ach so, ja, dann machen Sie das mal. Mir kurz das Passwort geben oder so, ja, vielleicht einfach selber schnell eintippen. Ja. Ups. Kann ich mich da einloggen? Super, danke. Okay, also zu den Neuigkeiten. Ich habe mit Ihrem neuen Arbeitgeber gesprochen. Und der hat uns jetzt tatsächlich 2 Tage mehr gegeben. Aber in 2 Tagen müssen Sie da sein. Ansonsten ist die Stelle weg. Er sagt, länger kann sie die Stelle nicht offen halten. Was? Ja. Wie soll das gehen? Mit Ihrem Ex-Mann habe ich auch noch mal versucht zu sprechen. Der ist aber nicht gesprächsbereit. Aber ich habe Jasmin gesehen und der schien es eigentlich wieder besser zu gehen. Echt? Sah sie dort gut aus?
Ja? Sie hat Migräne und Schlafstörungen. Hatte sie damals während der Scheidung die ganze Zeit. Ich habe so Angst, dass es dahin wieder geht. Sie hat Angst, einem der beiden Elternteile weh zu tun. Und egal, wie sie sich entscheidet, einen verletzt sie. Sie oder ihren Ex-Mann. Das ist so schlimm. Darf ich mal kurz stören? Ja, klar. Also, ich habe mir Ihren Account jetzt angeschaut. Mit dem Account an sich ist aber scheinbar alles in Ordnung. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der gehackt wurde oder so. Aber das Ding ist, also ich finde auch diese E-Mail nicht mehr. Ich könnte irgendwie versuchen, die wiederherzustellen, aber das würde halt eine Weile dauern. Und ich bräuchte da auch mein eigenes Equipment noch dazu. Oder könnte ich mir den Laptop vielleicht mitnehmen? Ginge das, dass ich das selber noch mal alles prüfe mit meinen... Selbstverständlich könnt ihr den mitnehmen. Okay, das ist super. Muss so und so noch was erledigen, ja? Okay, okay. Danke. Danke, Robert. Dankeschön. Danke. Tschüss. Morgen ist die Anhörung. Haben Sie es gehört? Morgen? Morgen ist die Anhörung. Morgen ist die Anhörung? Das Gericht wird schnell gemacht. Wow. Zum Glück. Und da kann ich ihn wirklich damit konfrontieren und sagen, ich will... Oh, Jasmin, mein Schatz. Ja, also diese Original-Mail wäre halt echt sehr hilfreich. Dir geht's gar nicht gut, ne, Schatz? Jasmin. Morgen wird vielleicht alles geklärt. Morgen ist die Anhörung bei Gericht. Und da gibt's sicherlich einen Richter, der, naja, der versucht, eine Lösung hinzubringen. Okay. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe.